Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen, hier zurück zu Total War Saga Troy. Ja, wir spielen immer noch weiter mit Diomedes und Ajax und mit wir meine ich natürlich auch den lieben Tante Günner. Ich grüße dich. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatores. Ich bin mal gespannt, ob wir heute eine Schlacht gegen den Typen hier sehen. Erstmal sehen wir eine andere Schlacht hier. Ich hole mir nämlich Korinth jetzt wieder und es ist total billig, weil der Penner nämlich abgehauen ist. Ah, okay. Achso, ja. Ja, ja, ich habe automatisch geklickt. Ich wundere mich bis immer, wenn der Bildschirm schwarz wird, weißt du, weil... Das hat der Map schon ein paar Mal erwähnt. Also ich sehe das nicht. Ich glaube, es liegt halt daran, dass das Spiel halt irgendwie synken muss oder irgendwie sowas, ne? Ja. Solange es nur synkt und nicht sinkt. Ja, versinkt, ne? Also ich sag mal so, wenn jetzt... dass alles irgendwie darin besteht, dass ich den Typen da einfach jetzt nur rundenlang gebunden habe und der Merp da mal den Rücken dann zumindest frei hat für eine Zeit, dann ist es mir das ja auch wert, ne? Also von daher, dann wäre ich damit erstmal auch zufrieden, ne? Dafür gab es übrigens tatsächlich ein Level-Up für mein Char. So, jetzt kann ich ihn regenerieren lassen. Level 14, nice. Ja, du kannst wenigstens mit dem hin und wieder kämpfen. Ich komme ja gar nicht dazu, ne? Das ist irgendwie ein bisschen albern, ne? Ich stehe hier da und gucke mich um, ne? Und, ja. Ich spiele aber auch insgesamt sehr aggressiv. Aber das ist mein Ja, gut, dafür gewohnt. Ist ja auch, das kann man ja in einem Together aber auch mal bringen, ne? Also ich meine, wir sind, glaube ich, ja, da musst du mal, klar. Da musst du mal sehen, was ich bei meinem aktuellen Grimgorg-Let's Play angerichtet habe, ey. Du wirst nicht glauben, was ich da tue. Ja. Der Odysseus hat übrigens meinen Hinterhalt entdeckt. Vielen Dank, Odysseus. Der verpetzt das gleich an jeden, ne? Genau, das ist so ein ehrenloser Penner. Deswegen handle ich es auch nicht mit ihm. Der wollte nicht Angriffspakt sagen. Nee, wenn du den Günner hier verpetzen tust, dann nö, dann nicht. Dann kann ich auch wieder plündern gehen, ne? Also es ist irgendwie ein bisschen albern. Die ganze Situation hier. Ich stell mir das gerade so vor. Ne? Odysseus auf dem Weg zum Markt, hat 2000 Tonnen Holz dabei, sieht dich im Wald sitzen. Da ist er! Da ist er! Ja, ja. Schreit dann rüber zu den Feinden. Wie viel Bronze habe ich eigentlich hier unten? 1200. Der will meine ganze Bronze haben. Ja, ja. Hesperien. Warum nennen wir sie nicht einfach 4000, Herpes? Ne? Das ist der Handelsherpes. Aber wirklich. Jetzt wollen die Frieden. Das ist ziemlich witzig. Ich könnte jetzt Frieden mit denen machen. Was sagst du dazu? Soll ich mit Athena Frieden machen? Kannst du ruhig machen von mir aus. Die Sache ist halt, ich bin ja hier immer noch beschäftigt, ne? Also von daher kannst du dir da auch noch ein bisschen Zeit lassen. Nee, die wollten von mir 400 Bronze, das mache ich nicht mit. Ja. So, wer ist das? Der Polyxenos, der will nicht der will 250 Gold von mir haben, bist du irre? Ich will ja nicht viel von dir, ich will ja nur alles. Ja. Okay, was haben wir hier? Finder des verlorenen Schatzes. Ein fremder Gesandter berichtet, dass seine Agenten einen alten minoischen Schatz entdeckt haben. Ihr beschließt, diese Information sinnvoll zu nutzen. Aber wie? Den Schatz beanspruchen? Plus den Einfluss fraktionsweit? Oder mit der Bevölkerung teilen? 5 Wachstum, 20% Regierungseffizienz, um königliche Erlasse durchzusetzen? Oder das Volk dem Volk überlassen? Plus 5 Zufriedenheit fraktionsweit? Oder Güte? Minus 50% aller Gesandtenaktionen? Eigene Agenten, Fraktionswert und 15% Erfolgschance. Ja, dann dem Gesandten auf jeden Fall. So, wir haben die Baukosten günstiger gemacht mit unserem Erlass. Und wie wäre es, wenn wir jetzt zum Beispiel minus 1 Bauzeit für Produktionsgebäude? Nee, aber ich glaube, ich hole mir für 400 Gold, hole ich mir dann die 560 zusätzliche Nahrung pro Runde. Oder? Weil wenn wir das jetzt machen, das rentiert sich ja nachher, oder? Oder was haben wir noch hier? Rekrutierungskosten. Minus 20% Aktionskosten für alle Agenten wäre natürlich auch ganz gut, ne? Ja, also das ganz im Ernst, das ist an dem Spiel hier echt gut gelungen, wie ich finde. Ne? Dass du halt die Agenten ab einem gewissen Punkt halt einfach locker einsetzen kannst. Aber darüber haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Ja. Das finde ich sehr gut gemacht. So, der Typ ist wahrscheinlich gleich wieder voll. Du hast Erfahrung bekommen. 5% Erfolgschance finde ich gut.
Nehme ich gerne. So, dann können wir das direkt nochmal ausprobieren. Brunnen vergiften. Erfolg. Okay, gut. Und hier. Raunen des Aufruhrs. Erfolg. Okay, so jetzt ist seine Garnison geschwächt offenbar. Und er selber ist jetzt nochmal geschwächt. Ne? Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal hin. Und das hat ja fast gar nichts gebracht. Okay, naja, wir belagern nochmal. Keine Sorge, ja, ich bin jetzt auf dem Weg. Also ich werde jetzt auf dem Rückweg jetzt hier erstmal nochmal so 3 Bobbycars des Todes hier rekrutieren und dann bin ich auf dem Weg zu dir. Genau, nimm die Bobbycars des Todes mit, das finde ich gut. Ich stelle mir übrigens gerade vor, wie dann deine Soldaten da so drauf sitzen und mit den Füßen so das Ding vorantreiben. Aber mit Sensen klingen, ne? Ja, wie geil das wäre, ey. Einfach den Hügel runter und durchrollen. Ja. Das wäre epischst. Okay, gut. Machen wir hier noch irgendwas Besonderes? Ich kann halt hier noch ein Gebäude reinbauen. Ich müsste das auch halt irgendwann mal tun, ne? Sollen wir dieses Fertigungslager machen? Gunst des Hephaistos gewährt beim Bau eine Unterstützung. -20% auf Baukosten. Das ist ein ziemlich starkes Gebäude. Mal. Ja, wir bauen das jetzt mal hier. So, was ist jetzt? Agent nicht bewegt. Bau möglich. Wo denn? Hier. Ach so, yo. Ach komm, das interessiert doch keinen. So. So, Finder des verlorenen Schatzes, Schatzes. Ein fremder Gesandter berichtet, dass die seine Agenten einen alten minoischen Schatz, genau denselben Käse wie du, ne? Cool. Tja, nicht Zufriedenheit, Einfluss oder Wachstum? Ich nehme Wachstum. So, dann sind wir wieder auf dem Weg zu Uruhyk. Und jetzt werden hier mal Mopeds rekrutiert. Ach nee, kann ich noch nicht. Lol, echt jetzt? Ach, ich brauche immer noch. Okay, das ist bei diesem Spiel ein bisschen anders als bei den anderen Total War Spielen. Denn als du gerade eben noch dran warst, da stand noch dran ein Turn. Und bei anderen Total War Spielen, wie zum Beispiel bei Total War Rome 2, da sehe ich erst die aktuelle Bauzeit oder Rekrutierungszeit, die noch fehlt, wenn ich wieder dran bin. Hier scheint das schon der Fall zu sein, wenn du vor mir dran bist und wir sind im selben Turn. Das ist auf jeden Fall etwas, was man wissen muss. Sonst ist man nämlich total irritiert und bekommt Angst. Okay. Ja, ich habe echt nicht so viel zu tun. Ich kann jetzt gerade eben nicht mal da eine Agentenaktion machen, weil du schon wieder die Zufahrtsstraße zugeparkt hast. Nein, Menelaus. Ich werde nicht mit dir ein militärisches Bündnis eingehen. Ich habe vor, dich zu verraten. Oh, verdammt, jetzt habe ich den lauten Teil. Jetzt hast du es verraten. Schon verraten, ne? Genau. Wenn der Verräter seine Geheimnisse verrät. Aber dann ist es manchmal so offensichtlich, dass ihm keiner glaubt. Stimmt, ne? Boah, ey, der Typ, ey, der fängt mir an, auf den Geist zu gehen. Jetzt kommt der schon wieder an und will Korinth einnehmen. Das ist so eine 3-Mann-Trollarmee, du, ich sag's dir. Wir gucken uns mal ganz kurz hier übrigens das Gelände an. Fallen sie wieder aus? Es ist schwer zu sagen, wo wir hier... Ja, aber das ist wieder so ein nee, das hat keinen Wert. Ich hau ab. Ja. So. Zorn des Zeus, Gebäude beschädigt. Dankeschön. Wo? Ah, alles. Okay. Danke, Spiel. Schön. Ja, dann können wir wieder eine Runde reparieren. Und ich hasse dich einfach nur. Und ja. So, dann haben wir das jetzt gemacht, können diese Runde sonst nichts tun. Und du zeigst jetzt mal ganz kurz, was hat denn der Typ da jetzt wieder? Der hat auch tatsächlich einfach wieder alles regeneriert, ne? Also so die Regeneration, der hatte vorhin hier zum Beispiel 80 Mann noch in der Miliz, jetzt hat er 19. Ja, in dem Moment, wo du halt quasi die Belagerung abbrichst, zählt ja, der halt als nicht der wieder belagert. Auf, genau. Ne? Ja, das ist lächerlich einfach nur. Es ist absolut lächerlich. Ja, direkt, okay. Die hängen da einfach zu krass. Das ist aber. Ich habe mich daran schon gewöhnt, du. Ich bin ab einem gewissen Punkt, was das angeht, einfach nur noch stoisch. Ich merke es auch hin und wieder mal an, aber dann so seufz.
Dann gehe ich wieder in den Raubzug und gebe einfach ab und du bist dran. Genau, so, und jetzt baue ich hier nochmal jetzt endlich die Mopeds. Na also, Gott, die sind die teuer. Natürlich. Ich kann nicht mehr als zwei von denen bauen, wegen Holzmangel. Ich muss vorher... Hey, ohne Witz, die kosten 1000 Holz, die kosten mehr als ein Auto. Entschuldigung, als ein Haus. Ja. Oder ein Gebäude. Also, ich dachte, die bauen einen Streitwagen und keine verdammten Schiffe. Das habe ich auch mich krass gefragt. Komm, gib mir mal hier 1000 Holz, du komischer Kerl. So viel muss ich zum Glück nicht abdrücken. Okay, 700 Bronze muss ich raushauen für 1000 Holz. Das finde ich teuer. Aber er ist der Einzige, der tatsächlich Überschuss hat. Okay, jetzt habe ich diese Truppen. Und jetzt bin ich ernsthaft am Überlegen, kann ich eigentlich auch... Ich kann sogar Streitwägen zu Kriegskoryphäen-Einheiten machen. Und jetzt kommt's. Ich könnte hier, das mache ich, Stenelos plus 60% Sturmangriffsbonus dem Streitwagen geben. Ja, dann viel Spaß für unsere Gegner, ne? Aber das mache ich erst bei den richtig guten Streitwägen, also wenn ich die hochstufigen habe. Oh, der hat ja übrigens seine Stadt verloren. Ich glaube, der hat die Teleboaner haben Hyrie verloren, ne? Ich sehe, es ist ihre letzte Stadt demnach jetzt hier, ne? Sehr gut. Ja, dann lass die mal wegklatschen. So, jetzt rekrutiere ich mal hier einen Helden. Was will ich denn da nehmen? Ach Gott, es geht schon wieder. Hasst Trojaner. Aha. Beschwingt. Plus eine Motivation, wenn dieser Held die Runde in einer eigenen Provinz mit positiv eingestellt. Ein Seefahrer. Also diese Motivationsnummer hier. Opulent. Ey, das Schlimme ist quasi, dass die meisten von denen halt Motivation verlieren, wenn die Leute sauer sind. So, nee, dann will ich auch nicht mehr Held sein. Es sieht für mich so aus, als hätte der sein Garnisonsgebäude abgerissen. It will be epic. So. Jetzt habe ich mal hier ein bisschen was rekrutiert. Zumindest mal einen richtigen Helden da drin. Das kann der Korinth nicht mehr wirklich nehmen. Nachdem ich jetzt einen richtigen Helden da reingeklatscht habe. Cool, Korinth hat sowieso demnächst eine Rebellion, weil das ist bei uns so üblich. Es gehört sich so. Genau, das ist Tradition. Jetzt kommen wir die Minier. Die wollen was von dir, ne? Die würden mir 10.000 Nahrung für ein Friedensabkommen geben, aber ich muss noch einen Moment warten, ne? Ich kann sie noch nicht, ne, was ist denn das? Das ist ein Agent. Nee, das ist ein 14er Stack. Ach ja, Netdoor. Ist schon recht. Kulturstufe gestiegen, Hephaistos. Yeah. Minus 10 Rekrutierungskosten von Einheiten in der Armee des Helden dieser Provinz. Großer salamischer Gürtel. Okay, kannst du diesen Gürtel da anziehen, mein Freund? Und ihn enger schnallen. Offenbar nicht, ne? Okay, gut. Dann kann ich das... der kann gar keine Sachen anziehen, oder? Warte mal, stopp. Was ist das hier? Details? Da. Anhänger oder Gegenstand? Nö, kann ich ihm auch nicht geben. Hä? Moment, ich bin verwirrt. Egal. Ja, ja, gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. So, was hast denn du jetzt da? Also das und das und das. Und was sagt denn dein Gebäude hier? Ja, okay, ja, du hast immer noch viel zu viele Einheiten von allem und so. Aber ich sage, wir testen einfach nochmal unsere Spione. Und die dürfen nochmal alle einen Brunnen vergiften.
Erfolg, ja, ist schön. Und du vielleicht auch nochmal Brunnen vergiften. Auch das mit Erfolg, schön, gut. So, wo gibt es mehr Verluste bei Brunnen vergiften? -20% Aktionskosten, das ist auf jeden Fall schon ganz gut. 10% Schaden an feindlichen Garnisonen, weiß ich noch nicht. Was ist das hier nochmal? 2% Schaden an allen Einheiten durch Gift, okay. 5% Erfolgschance, feindlichen Charakter außer Gefecht zu setzen. Leider nein, Schätzelein. Okay, ja, Preisfrage. Dann nehmen wir die, gehen wir auf die günstigeren Agentenkosten. Nee, das bringt ja nichts eigentlich, ne? Mehr Verluste erstmal auch, ne? Dann machen wir mal weiter. So, super. Und was hat er jetzt verloren? Immerhin ein bisschen was. So, dann belagern wir den nochmal. Upsala, Moment. So, ne? Er hat ja auch sonst kein Garnisonsgebäude. Dann belagern wir das nochmal. Dann kriegt der Map da auch nochmal eine Runde Ruhe. Yay. Und kommt dann hoffentlich bald zu uns. Bau möglich. Okay, wir können hier bauen. Und wir können in Megaris auch nochmal bauen. Was macht das nochmal billiger? Achso, du machst einfach nur die Gebäude billiger, ne? Ja, okay. Brauche ich mehr Holz? Weiß ich noch nicht. Megaris, wie ist das, ne? Hier ist Smyrna. Wollen wir in Smyrna noch mehr Nahrung produzieren? Wäre eigentlich ganz brauchbar, ne? Ja, mach das mal bitte. Was haben wir noch hier? Zusätzliches Wachstum nochmal holen. Lass mich mal kurz gucken, was kostet das? Uff, das kostet ganz schön viel Holz, ne? Dann erhöhen wir doch eigentlich lieber unsere Bronzeproduktion hier, ne? Und dann bist du wieder dran. Ausgezeichnet. Was? Ich habe eine Dürre. Oh nein! Ja, da weiß ich aber schon, was ich nehme. So, die diplomatische Konsequenz ist mir da lieber. So, ich bin wahrscheinlich nächste Runde sogar schon dann da zum Angreifen. Du belagerst. Ja, das wäre super. Ja, ich belagere gerade, genau. Also lauf ruhig, kannst ruhig im Gewaltmarsch, glaube ich, rüberlaufen. Und weil der wird ja jetzt nochmal einen Ausfall versuchen, dann breche ich die Belagerung ab. Und dann kannst du dann belagern und ich stelle mich dann einfach nebendran. Ich bin echt mal überlegen, ob ich das hier überhaupt so brauche. Sind die hier wirklich so viel besser als die? Ja, sind sie. Gott, der Geschossschaden ist ja... Gott, der ist ja fast doppelt so hoch. Warum stelle ich so dumme Fragen? Wenn es so offensichtlich ist. Ich bin schon durch. Cool. Ich habe übrigens gerade eben festgestellt, das habe ich gar nicht so sehr beachtet, dass ich hier in meiner Hauptstadt tatsächlich einen großen Tempel der Athene bauen kann, der auf der allerhöchsten Stufe 800 Einheiten XP pro Runde generiert. Das ist natürlich mal ein geiler Shit, ne? Das ist halt de facto alle anderthalb Turns ein Level-Up für jede Unit. Der spinnt doch. Sag mal, jetzt hör doch auf, mich anzulabern. So. Ich zieh mich zurück. So, ich bin dran. Stell dich einfach nur quasi so ran, dann greife ich das an, dann haben wir das gleich. Also einfach nur, dass du verstärken kannst. Dann kannst du noch eine Agentenaktion machen. Kann ich in der Lagerstellung kann ich doch... Kannst du auch, ja, das geht auch. Dann kriegst du nochmal einen Bonus. Ja. Du kriegst noch mehr Nahkampfabwehr und Moral. Okay, gut. Meine Spione hole ich jetzt zurück, weil... Wenn du den jetzt belagerst, dann kann der eh nichts machen. Ich stelle mich mal stattdessen eher bei Aegion hin, falls er irgendwie da eine komische, lustige Nummer mit seiner 14er-Armee da versucht. Ne? Der eine Typ, der da mit uns im Krieg ist. Oh, das könnte gut werden. Ohne Witz, ich will diese gepanzerten argivischen Schleuderer haben. Ey, die haben ja knallharte Werte, du.
Also das habe ich ja noch nicht gesehen. Die haben tatsächlich einen Geschossschaden von 52. Die davor haben einen von 32. Ah ja, ich sollte vielleicht auch hier wieder die Besteuerung aktivieren, ne? Das habe ich im letzten Part vergessen. Gut, dann bauen wir das hier jetzt aus. Dann machen wir noch ein bisschen mehr Nahrung. Und dann ist der Map dran. Yay, jetzt mache ich wieder 100 Holz mehr pro Turn. Spiel, was ist los? Warum springe ich auf diesen Charakter? Egal. Rebellion steht unmittelbar bevor. Ja, Dinge, die passieren, passieren halt manchmal, ne? So, das hier wollte ich machen. Bauzeit reduzieren, Rekrutierungskosten, Rekrutierungskosten, Aktionskosten. Ich kann jetzt mal die Baukosten für Holz reduzieren. Das ist, glaube ich, gerade eben echt das Wichtigste eigentlich, sowas in der Art. Ja, Baukosten. Ich will jetzt aber mal in die Wirtschaft investieren. Diomedes. So, dann mache ich jetzt hier nochmal eine Agentennummer. Guck mal, ob ich jetzt irgendwie. Es hat nicht einmal geklappt, diesen Brunnen zu vergiften bei mir, ne? Das ist echt mies. Der Typ Wollen wir scheint direkt auch. angreifen? Wir haben 3/4 zu 1 Ja, Viertel. klar. Ja. Ja, der Typ, der scheint auch irgendwie plus 20% oder minus 20% Agentenchance oder irgendwie sowas zu haben. Oder minus 10% oder irgendwie sowas. Vielleicht hat er ein Item, keine Ahnung. Aber hey, wir kämpfen zum allerersten Mal mit unseren Armeen zusammen. Hat ja nur keine Ahnung, wie lange gedauert. Über 30 Runden. Ja, Über ne. 40, über Über 40, 40, ne? ja. Oder? Lang genug auf Gut, jeden 14 Fall. Folgen. Ja. So, du kommst, warte mal, wo raus? Du kommst von rechts. Weißt du was, dann gehe ich auf die linke Seite, dann sind wir uns nicht im Weg. Stelle ich mich da schon mal so ein bisschen Ja, aber auf. das ist doch Quatsch. Brauchen wir doch gar nicht. Komm doch ruhig hier rüber. Also, Wo? ich meine, ja, wenn wir so weit voneinander entfernt stehen, was ist, wenn er rauskommt? Ja, dann ma machen wir Druck von beiden Seiten. Das wäre jetzt mein Plan Okay. gewesen. Okay. Das ist ja die KI, das ist ja kein menschlicher Spieler. Der wird ja Ja. garantiert beide Seiten absichern wollen, so wie Okay, ich ja, das kenne. dann machen wir das so. Dann sagst du mir einfach, wann ich Gefecht starten klicken kann. Genau. Ich werde sowieso wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen Rambazamba mit meinen Streitwägen versuchen. So, jetzt kannst du klicken. Ich stelle gerade fest, Verstärkung eures was der Verbündeten Ajax ist für einen eingetroffen. unfassbar voluminösen Bart hat. Also ich meine, das ist ja echt auch ein Wunderwerk an, also ich meine, dass der so ein haariger Dude ist, das ist ja irgendwie schon klar. Aber dass der halt so bärtig ist, unfassbar. Also Wahnsinn. Weißt du was? Wir probieren mal die Streitwägen direkt mal aus. Ich Gnadenloses gehe schon YOLO. mal, ich laufe schon mal Richtung Stadt vor. Das ist echt ungünstig für die. Oh nein, unser Verbündeter wird angegriffen. Jetzt guck ich mal, wie viel Schaden ich mit den Streitwägen hier anrichten kann. Die machen ja auch Schaden einfach nur, indem sie durchfahren, ne? Genau, eben. Deswegen sind die auch so verheerend, ne? Also meine Streitwägen haben jetzt hier schon an die 300 Mann gekillt, einfach nur durch Drive-by-Shooting.
Drive-by-Shooting ist gut. Und das sogar ohne zu schießen. Ja. Eure Krieger verlieren den Mut. Also einer der Streitwägen wurde tatsächlich aufgerieben. Aber das macht mir nichts, ne? Also ich habe jetzt hier schon so viel Damage gemacht. Für mich sind das gerade eben sowieso Wegwerfsoldaten. Das ist jetzt halt, die machen jetzt einfach mal komplett hier alles auf, ne? Euer Verbündeter wird angegriffen. Also man muss dazu sagen, dass meine Streitwägen sich hier gerade eben nicht unbedingt super clever verhalten. Hä, warum dreht ihr denn teilweise vor dem Feind um? Alter, was war denn das für ein Schuss bitte gerade? Okay, also in den Speerträgern bin ich tatsächlich hängen geblieben, so ein bisschen, ne? Ja, fahr da einfach mal dran vorbei. Da kommen jetzt meine Speerkämpfer auch noch dazu. Also zwei der Streitwagen-Einheiten fliehen. Jetzt drehe ich mal mit der letzten um, die ich noch habe. Krieger sammeln sich. Na also, ein Streitwagen ist wieder da. Achtung, Elite-Jungspeere. Ich kann ja damit leben, wenn du... Okay, er will meine Einheiten da nicht hinstellen. So, die haben sich jetzt alle gesammelt. Ich glaube, die Streitwägen haben genug gemacht. Die muss man jetzt nicht mehr noch mehr hier auf die Folter spannen. Herpes. Und der dritte Streitwagen flieht ebenfalls, aber das macht nichts. Oh nice, Keulenträger, der schmeißt aber noch... Ah, wieder hier, ey. Berühmte Schleuderer sind das. Ja, okay, gut, die halten tatsächlich noch ein bisschen länger durch. Ne, warte mal, ich schieße auf die Keulenträger. So, du kommst hier hin. Ah, und du verfolgst natürlich, vollkommen klar, ne? Du hast dich nicht an den Befehl gehalten, zurückzumarschieren, ne? Dann kommen wir wieder her. So. Der Sieg ist zum Greifen nah. Na, bitte Defensivmodus an, ich will nicht, dass du so weit wegläufst. Also hier sind sie alle schon quasi down. Und wir lernen mal wieder schön in den Nahkampf reinrennen, wenn ihr Fernkämpfer seid. Das ist das Gebot der Stunde. Go!
Herpes. Hey, Ajax, du bist auch da. Bald gehört der Siegpunkt des Feindes euch. Oh nein. So, jetzt haben die ein Problem. Die meisten ihrer Einheiten fliegen bereits. Ich glaube, es gibt gleich eine Army los. Ja, tatsächlich da drüben noch ein paar Einheiten von mir in die Flucht geschlagen. Ich komme jetzt dann am besten von hinten und greife ihn dann da an. Alter, ich schmeiß da so viele Speere rein, ne? Ich habe gar nicht vor, das Zentrum einzunehmen. Ich greife den jetzt einfach von hinten an. Mein Held wird angegriffen. Aha. Und warum? Meine auch nicht zu verwechseln mit der Tatsache, dass unser Held angreift, ne? So, das ist der Angriff. Feind nimmt unseren Siegpunkt ein. Naja, ich habe den Siegpunkt aufgegeben. Ich greife die, ja, guck mal, jetzt fliegen sie ja alle. Ja, greif den mal im Rücken an. Ja, weil die kriegen halt so krasse Debuffs durch die Harpien halt schon, ne? Ja, ja, die gesamte Truppe von denen flieht. Die hauen einfach mal wieder ab, die Einheiten hier. Das war's für die, guck mal, Totenkopf überall. Sieg. Können wir beenden. Jo. Du hast sogar noch am meisten Truppen verloren, wie ich gerade sehe. Krass. Ja, gut, ich habe ja da auch gegen einen ganz schönen Pulk gekämpft, ne? Also. Aber die Streitwägen haben durch diese YOLO-Aktion fast 500 Kills gemacht. Naja, das ist schon geil. Und das sind auch die schlechten Streitwägen. Ich hätte jetzt ja noch gerne gesehen, wie viel ich gekillt habe. Ich habe es jetzt dummerweise nicht zusammengerechnet auf die Schnelle. Das müsste man eigentlich oben in der Stat auch noch sehen. Das wäre für einen Multiplayer auch ganz gut zu sehen. Also wer killt wie viel? Das siehst du doch jetzt ungefähr. Ja, jetzt müsste ich das halt für 20 Einheiten ausknurren. Aber die Streitwagen, Alter, ne? 131, 303, 184. Das ist so bitter, ne? Ja gut, das sind jetzt noch die, da werden jetzt noch die Fliegen angerechnet, ja. Ja, ja, aber trotzdem, also ich finde das beeindruckend, ne? Und guck das mal, 119, 114 durch die Bogenschützen. Auch die Axtkämpfer, krasser Value, ne? Über 100 Kills jeweils. Mhm. Das ist schon sehr, sehr geil. Ich habe einen Hut bekommen, einen Petatus. Und wir haben die Fraktion vernichtet, denke ich, ne? Gott sei Dank, ey, weg sind die Penner. Halleluja. Jetzt habe ich endlich wieder ein holzproduzierendes Gewerbe. Und hier ist ein geweihter Hain. Wie gesagt, da bekomme ich nochmal Gunst für die Aphrodite, wenn ich es dann mal so weit habe. Jetzt muss ich bloß warten, dass ich das Ding auf Level 3 bringen kann. Wobei, ich könnte es, glaube ich, sogar... Nee, kann ich nicht. Oder doch, ich könnte es. Wenn ich 100 Stein mehr hätte, dann könnte ich das machen. Nee, 180. Aber du, das machen wir beim nächsten Mal. Wir sind schon bei 33 Minuten. Danke für eure Aufmerksamkeit, liebe Leute, ne? Genau, Pax Vobiscum, Valete.